Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Elex. Wir gehen zu Kaldrim. Wir haben ja erfahren, dass Kral irgendwo eine Krypta gefunden hat und dass er dort irgendetwas versteckt hat. Weiß der Geier was? Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Wow, da ist er doch schnell runtergefallen. Hey, warte mal einen Augenblick. Du machst dich doch nicht mit den Dieben gemein, oder? Pass auf, was du da von dir gibst. Nein, nein, so war das nicht gemeint. Du hast vor kurzem ein paar Klerikerwaffen aufgespürt, richtig? Du bist mir gefolgt. Das war nicht nötig, aber das ist ein anderes Thema. Diese Waffen gehören nicht in die Hände der Berserker. Ich will sie zurück zu meinen Brüdern bringen und ich würde es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du sie mir gibst. Gute Frage. Wenn du ein Kleriker bist, warum trägst du dann diese Rüstung? Weil es hier Leute gibt, die mich auf der Stelle exekutieren lassen würden. Darum ist es besser, wenn ich unentdeckt bleibe. Erst wenn ich hier rauskomme, kann ich mich von diesen stinkigen Fetzen befreien. So, so. Also bekomme ich die Waffen? Alles hat seinen Preis. Ich biete dir eine Menge Elixid, wenn du sie mir gibst. Du würdest das Richtige tun. Bedenke, sie gehören den Klerikern. Naja, es wäre die erste Möglichkeit, uns mit den Klerikern gutzustellen, wenn er denn wirklich ein Kleriker ist. Könnte natürlich auch eine Falle sein, nachdem wir den Auftrag bekommen haben, die Waffen abzuliefern am Schlund. Gut, du sollst sie haben. Kluge Entscheidung. Ich wusste, dass man mit dir reden kann. Hier, ich halte mein Wort. Das sollte für einige Zeit deine Ausgaben decken. 300, naja. Naja, das wird nicht jedem gefallen, haben wir gerade gesehen. In der Anzeige. Runter. Ach, es ist aber auch schwierig, sich hier zurechtzufinden, dann noch im Dunkeln. Also eine Anzeige, ne? Für die eigenen einzelnen Fraktionen habe ich noch nicht gesehen. Gut für uns mit den einzelnen Fraktionen halt gestellt haben. So, wer ist da kalt drin? Hier drin? Oh, das sieht auch cool aus. Nice. Was sind das hier? Das ist Feuer. Okay. Nein! Ach komm schon! Ist ja jetzt ein Witz, oder? Okay. Ja, man darf sie beim Klauen nicht erwischen lassen. Richtig, hatte ich aber auch gar nicht vorgehabt. Können wir jetzt bitte fortsetzen? Mein Gott, das war jetzt aber echt wieder blöde. Jetzt genau sicher gehen, Millimeter genau sicher gehen, dass man sich nicht verklickt. Ich habe Krals Tagebuch gefunden. Und? Hast du etwas Interessantes herausgefunden? Er schreibt über eine Krypta außerhalb von Goliath. Du willst doch nicht wirklich dorthin gehen, oder? Ich kenne niemanden, der jemals dorthin ging und zurückgekommen ist. Nur die Toten sind dort erlaubt. Die Toten? Ist das dein Ernst? Geh hin, wenn du dich traust. Aus der Stadt raus und dann halte dich links. Wenn du unterhalb des Schlundes bist, Ost bis Südost, dann solltest du schon merken, wenn du der Krypta nahe kommst.
Was macht ihr mit dem Mana? Unser Mana ist alles. Es ist das Leben selbst. Durch Mana sind wir in der Lage, mächtige Magie zu wirken. Kein anderer Mensch auf Magalan kann sich mit uns messen. Wenn man uns nicht kennt, mag man denken, dass wir schwach sind, vielleicht sogar zurückgeblieben, aber da liegen sie falsch. Durch das Mana können wir stärker und mächtiger werden als jede Maschine, die die Alps uns entgegensetzen. Aber es macht uns nicht nur stark, es bringt auch die Welt zum Erblühen. Sieh dich um. All das ist das Werk unserer Weltenherzen. Weltenherzen? Du bist wissbegierig. Das ist gut. Unsere Weltenherzen sind Pflanzen, die mit Mana angereichert sind. Sie allein schaffen es, zerstörtes Land wieder zum Erblühen zu bringen. Ganz Edan ist somit das Ergebnis harter Arbeit. Gib mir Mana für reines Elix. Ach, das können wir auch machen. Nö. Gut zu wissen. So, mal bitte auf die Karte gucken. Wo soll denn diese Krypta sein? Oh Gott, die ist ja ganz im Süden. Da komme ich doch wieder nicht hin. Ist doch... Ja. Gibt es hier eigentlich keinen Waffenhändler im Ort? Hier Oran wird mir angezeigt. Na, ich weiß nicht. Da hinzugehen, das hat doch sicherlich keinen Sinn, oder? Na, wir können es ja mal ausprobieren. So, wieder beim nächsten... Mutanten sind, der uns matschig schlägt mit einem Stein. Keine Zeit. Ah, gebratenes Fleisch können wir machen. Rohes Fleisch haben wir. Wert 4 Credits plus 12 Gesundheit. Ja, mach mal. 6-mal gebratenes Fleisch erhalten. Hm. Sonst kann ich nichts machen, ne? Oder? Nein. Weil uns das rohe Fleisch fehlt. Heilpflanze nehmen. Danke, Ebenmeier, damit. Ich hab zu tun. Alles klar. Da bleibt man da stehen. Gutes Gefühl dabei. Das sind Gebiete, da können wir sicherlich noch nicht hin. Was macht denn die große Heilpflanze? Oh, wieder viele Sachen zum Durchlesen. Abschiedsnachricht, die kennen wir doch schon, oder? Kurze letzte Nachricht von Daisy. Es ist zu Ende. Ja, das kennen wir schon. Dustin hat, was sagen Sie da? Das kennen Sie wir auch schon. Sie haben richtig verstanden. Ihr Antrag wurde abgelehnt. Sie sind ungeeignet. Wissen Sie eigentlich, was hier los ist? Sie haben all das Blut an Ihren Händen kleben. Wir sehen uns in der Hölle wieder. Ist das die große Heilpflanze, die ich gerade gefunden habe? Wenn das die kleine ist? Plus 7 Gesundheit, Heilpflanze plus 8. Das ist aber jetzt nicht so ein großer Unterschied. Das ist das gebratene Fleisch, was wir gerade hergestellt haben. Oh, da liegt Elex. Her damit. Dunkelheit. Oh! Dunkelheit macht es nicht gerade besser, was zu sehen. Da. Hieronymo. Ich muss daran denken, dass ich mich eventuell, wenn wir uns in Gefahr begeben, wegbeame zurück zum Teleporter. Zu irgendeinem. Musik verändert sich. Ist hier irgendwo ein Gegner? Naja, gehen wir mal den Weg hier entlang. Mal vielleicht eine Runde pennen bis zum Morgen. Oh. Was zum Geier ist Lebenssaft? Das kennen wir auch noch nicht, oder? Lebenssaft. Unter dem Einfluss von Stimms erhältst du einen Malus von 50% auf alle Erfahrung. Effekte auf 25 Sekunden plus 100 Gesundheit. Bewirkt eine Zeit lang die Regeneration der Lebensenergie. Das gehört doch sicherlich irgendjemandem, oder? Ah, pennen wir einfach mal. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Hellen wird es sicherlich uns
eher gelingen, uns fortzubewegen. Auf unserer gefährlichen Reise Richtung Krypta. Oha, da hinten war schon wieder ein roter Punkt auf dem Miniradar. Jetzt verschwunden. Eine Brücke? Wo da bestimmt ein Brückentroll runter, oder? Ey, der ist schon übelst hart, das muss man mal sagen. Also hat es echt null Sinn, sich hier weiter umzugucken. Wir können auch mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ja, ne. Bist du eine Figur, eine Puppe oder was bist du? Das sieht mir auch so aus, als wäre hier, als wäre das hier überfallen geworden oder hätte man das überfallen hier. Heftig, heftig, ey. Einmal aus dem Startort raus, zack, tot. Null Chancen. Das ist ein bisschen... Wer bist du denn? Was ein bisschen verwirrend ist. Dich mache ich fertig. Was ein bisschen verwirrend ist, um den Satz zu Ende zu bringen, dass man so viele Aufträge bekommt außerhalb. Besuch den, geh bitte in die Stadt oder geh mal zu der Krypta. Hallo? Wie denn? Wirklich vorbeischleichen? Ist das die Möglichkeit? Ich kann es mir kaum vorstellen. Slim, slim, slim. Und so weit ist es auch gar nicht mehr zur Krypta. Aber beamen wir uns mal zurück. Nee, beamen wir uns mal zum Eingang zurück, genau. Übelst, übelst, übelst. Bleibt uns wohl nichts mehr oder nichts anderes übrig, als uns noch weiter in die Stadt umzugucken. Dass wir vielleicht noch ein paar XP hier grinden können. Echt übel. Ja, schon wieder ein Stufenaufstieg. Sehe ich das irgendwo? War nicht wieder eine Stufenaufstieg? Ja, warum sagt mir das denn keiner? So, wir erhöhen die Stärke und die Konstitution. Und natürlich auch die Geschicklichkeit. Wurde mir das angezeigt? Levelaufstieg? Das habe ich total nicht gepeilt. Okay. Ein auf Intelligenz, ein auf Gerissenheit und zwei auf Konstitution, um per paar Lebenspunkte mehr zu bekommen. Ja, möchte ich übernehmen. Übelst. Aber selbst mit diesen aufgelevelten Werten hat das jetzt, glaube ich, null Sinn, da nochmal hinzugehen. Dein Kumpel Alva ist tot. Der weiß das noch gar nicht. Ich meine, was? Hörst du schlecht? Alva lebt nicht mehr. Ja, doch, das habe ich verstanden. Scheiße. War klar, dass das mit dem alten Alki nicht gut enden kann. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Wo ist seine Leiche? Unterhalb des großen roten Hauses. Alles klar. Ich werde mich um seine Leiche kümmern, wenn ich Zeit habe. Mhm. Einfach dem Geruch nach. Was ist? Okay, du hast also nichts Neues für mich. Danke, Frage beantwortet. Tja. Wenn ich jetzt wenigstens wüsste, ob hier eventuell noch ein Rüstungshändler ist. Waffenhändler. Das wäre ja auch nicht schlecht. Was ist das denn, Kindersarg? Nicht so schön. Was ist denn hier los? Was, Flickschusterei? Hallo, Born. Schnell, du musst mir helfen. Alles klar. Wühler haben sich durch den Fels gegraben. Die Setzlinge dürfen nicht beschädigt werden. Folge mir. Schon wieder so ein Mistvieh.
Das machen wir in der nächsten Episode bei Elex. Dann geht's mit Action weiter. Und wahrscheinlich von einem kleinen Zwicker eines Wühlers an einem kleinen Biss und dann sind wir schon wieder tot. Warten wir's mal ab. Wir wissen es beim nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.